Der Grundgedanke von YouTube war ja mal Broadcast Yourself, bis diese ganzen Arschlöcher kamen, die jetzt 100.000 plus Abos haben und den ganzen Scheiß professionalisiert haben mit nichts. Also mit nichts, nichts. Deswegen dachte ich mal, bringe ich heute ein bisschen nichts rein ins Spiel. Was ja eigentlich gar nicht nichts ist, weil es mich indirekt betrifft. Das ist meine Penny-Tüte. Kennt ihr ja Penny, die Discounter-Marke von Rewe. Und seit die beschlossen haben, wir sind jetzt Öko-Gut-Menschen und haben keine Plastiktüten mehr, reißt mir bei jedem zweiten Einkauf die scheiß Tüte, weswegen ich die eigentlich mit zwei Armen jetzt gerade mit einem tragen muss. Deswegen beendet das Video auch gleich wieder. Und das würde ich an dieser Stelle gerne mal anprangern. Weil das ist Müll in diese Pseudopapiertüten, die viel größer wirken als die normalen Tüten, die halten nichts mehr aus. Es ist de facto wirklich so, dass die Papiertüten von Konsorten, Discounter-Konsorten, wesentlich mehr aushalten, nur die von Penny. Die reißt immer und wieder besseren Wissens. Natürlich könnte ich mir auch eine Stofftüte kaufen, die kostet dann aber gleich wieder 2 Euro statt 20 Cent und ich hatte jetzt wirklich keine Tüte dabei. Und am Ende ärgert man sich wieder. Ja. Penny. Schön, dass ihr jetzt mehr Bäume abholzt, aber scheiße.